So, heute mache ich Kartoffelklöße mit Grieß. Dafür benötigen wir erstmal eine Schale. Dann brauchen wir zwei Eier, ein Eigelb und einmal das Eiweiß. Dann brauchen wir Hartweizengrieß 80 Gramm. Dann habe ich hier schon mal Kartoffeln vorgeschält im Wasser, damit sie nicht braun werden. 500 Gramm Kartoffeln und ein wenig Mehl und so eine Schale, wo wir unser Mehl reintun, so eine Handvoll, wo wir nachher die Klöße ein bisschen drinne wenden. Das tun wir alles zur Seite. Die Kartoffeln müssen wir erstmal kochen, weich kochen. Am besten ihr nehmt Kartoffeln, mehlige Kartoffeln. So, dann stellen wir das auf unser Herd und lassen das erstmal weich kochen. Dann trennen wir einmal unser Ei, brauchen wir ein Eiweiß und ein Eigelb. Eigelb tun wir hier rein. Genau. Dann braucht ihr für später noch einen Mixer für den Teig. Und im zweiten Video zeige ich euch, wie es weitergeht.